Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bonusvideo. Heute etwas außerplanmäßig, denn die von euch, die sich meine anderen Bonusvideos schon angeschaut haben, wissen, dass ich dieses Video hier eigentlich als reguläres Video erst in der Zukunft veröffentlichen wollte und nicht als Bonusvideo. Eigentlich hatte ich für heute nämlich den neuen Elin von Start im Taunusnetz vorgesehen. Allerdings sind diese Züge zurzeit leider nicht in Betrieb, denn es gibt große technische Probleme. Deswegen sind die Züge ausgefallen. Ich war schon am Bahnhof, aber leider hat das nicht geklappt. Das heißt, ein Video dazu wird es dann in der nächsten Zeit erstmal nicht geben. Das werde ich ein anderes Mal dann nachholen. Und deswegen schauen wir uns heute nun doch schon Deutschlands schnellsten Regionalverkehr an, den Interregio von Ulm nach Wendlingen über Märklingen. Und wir sehen schon, das sind altbekannte Fahrzeuge, denn das ist der ehemalige München-Nürnberg-Express. Dort ist er ja von den Skoda-Push-Pull-Garnituren abgelöst worden und nun kommen diese Wagen eben hier zum Einsatz im Moment zwischen Ulm und Wendlingen. Daher die Ausstattung auch bekannt, kurz zusammengefasst. Die Sitze sehen sehr, sehr weich aus. Ja, sehen auch ein bisschen aus wie große Ohrensessel, sind aber tatsächlich eher relativ hart. Nicht härter als moderne Nahverkehrssitze, allerdings härter als sie aussehen. Dennoch sind das auf jeden Fall bequeme Sitze. Man hat einen großen, stabilen Tisch. Steckdosen aufgrund des Alters der Züge allerdings nur an ausgewählten Plätzen vorhanden. Das sind in der Regel die Vierer Sitzgruppen. Da gibt es Steckdosen. Ansonsten sind allerdings nicht sonderlich viele Ausstattungsmerkmale vorhanden. Das liegt eben daran, dass das schon etwas ältere Züge sind, ehemalige Intercity-Wagen, die eben entsprechend auch nicht modernisiert sind, kommen also genau im gleichen Zustand wie damals beim München-Nürnberg-Express zum Einsatz, allerdings ohne Steuerwagen. Stattdessen kommt zweimal eine Vectron der Baureihe 193 zum Einsatz. Die Steuerwagen fahren teilweise trotzdem mit wegen dem Mehrzweckbereich, eben aber nicht in der Funktion als Steuerwagen, sondern es sind immer an beiden Seiten diese Vectron-Lokomotiven. Und hier haben wir mittlerweile auch den einzigen Zwischenhalt unserer Strecke erreicht, nämlich den Bahnhof Märklingen, Schwäbische Alb. Und wir sind hier auch der einzige Zug, der diesen Bahnhof bedient. Das ist der Interregio Express 200 oder auch Ulm-Wendlingen Express. Und dieser Interregio Express 200 verkehrt eben einmal pro Stunde je Richtung über die neue Schnellfahrstrecke Ulm-Wendlingen. Und somit wird eben auch der Bahnhof Märklingen-Schwäbische Alb einmal pro Stunde je Richtung bedient. Eben nach Wendlingen oder nach Ulm jeweils. Und von Wendlingen aus hat man dann entsprechend Anschluss an Regionalzüge in Richtung Stuttgart. Ja, man hört es auch deutlich, das sind ältere Fahrzeuge, entsprechend auch noch deutlich lauter im Tunnel zum Beispiel, als das bei etwas moderneren Zügen der Fall ist. Aber es gibt eben aktuell einfach keine Fahrzeuge, die so schnell hier auf dieser Strecke fahren könnten, wie die ehemaligen Wagen des München-Nürnberg-Expresses. Auch die neuen Wagen des München-Nürnberg-Expresses sind ja tatsächlich ein klein wenig langsamer. Außerdem standen diese Fahrzeuge hier eben eh zur Verfügung und waren somit eben die optimale Wahl für diese Strecke. Und sie bieten dann doch einen ziemlich guten Komfort dafür, dass die Fahrzeit gerade mal eine halbe Stunde beträgt. Sind das hier wirklich sehr komfortable Fahrzeuge auf der Strecke. Wir verlassen jetzt hier über die Güterzuganbindung die Schnellfahrstrecke und fahren hier in den Bahnhof von Wendlingen ein. Und hier
geht es dann eben mit dem weiteren Regionalverkehr dann in Richtung Stuttgart. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, in diesem Video hat man deutlich weniger von der Strecke gesehen als in meinem ersten Bonusvideo zur Strecke. Das war, weil ich in diesem Fall hier mit Blick Richtung Norden saß. Da sieht man fast nur Lärmschutzwände. Also wenn ihr viel von der Strecke sehen wollt und der Landschaft, dann nehmt euch einen Sitzplatz mit Blick Richtung Süden und schaut euch vor allen Dingen auch das andere Video zur Schnellfahrstrecke an, was ich hier jetzt auch verlinkt habe. Da seht ihr noch deutlich mehr von der Schwäbischen Alb und erfahrt noch ein bisschen mehr zur Strecke. Das war's für dieses Bonusvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja sehen, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich sehr über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen.